Herzlich willkommen in unserer Grumbach, die jetzt so nahe an Hersbruck ist, dass wir es schon fast als Außenstelle der Stadt Sloh bezeichnen. Vor rund 30 Jahren wurde die Grumbach nun gelöscht und die Möbelmacher gegründet. Vor 20 Jahren war genau hier in dieser Halle der erste Tag der Regionen. Und vor 10 Jahren hat uns Christian Schüle das erste Mal besucht als Zeitredakteur, woraus dann das Dossier auf der Suche nach der verlorenen Zeit entstanden ist, das Sie heute noch bei uns auf der Homepage nachlesen können und sich auch von deren Aktualität noch überzeugen können. Wenig später hat er dann aus dem Buch Deutschlandvermessung gelesen und seitdem sind wir mindestens dann in regen Kontakt, wenn wieder ein neues Buch erschienen ist. Damals war er schon einer der besten politischen Feuilletonisten Deutschlands. Heute bezeichnet ihn der Bayerische Rundfunk als Philosophen, der entgegen Aristoteles oder Platon den Vorteil hat, dass man ihn treffen kann und ihn auch die Fragen stellen kann, die Platon nicht mehr beantwortet. Unser Freund und Mitveranstalter Martin Lösch hat mir das Buch sofort gegeben, als es rauskam. Und nach dem Lesen der ersten Seiten war schon klar, dass wir ihn wieder einladen wollen, denn wir haben im Jahr 2001 den Heimatbegriff sehr heftig diskutiert, als es um die Frage ging, können wir einen Verein, der sich um regionale Lebensmittel und regionale Vermarktung kümmert, den Heimat auf dem Teller nennen. Ich war dagegen, lag falsch, aber das zeigt eben, wie wichtig die Diskussion darüber ist. Wir Möbelmacher wollen Ihnen ein Stück Heimat zu Hause gestalten und viele Kunden sagen uns, dass sie irgendwie spüren, dass das Holz aus der Hersbrucker Alt ist. Und dass es schön ist, wenn man die Menschen kennt, mit denen man gemeinsam die Möbel entworfen hat oder die Möbel gebaut haben, die Möbel montiert haben. Und das mag ein wenig romantisch klingen, aber es hat auch ein paar ganz konkrete Vorteile entgegen dem Einkauf bei unserem schwedischen Kollegen. Ich besitze ein Möbel, das in Einzelanfertigung ganz persönlich für mich hergestellt wurde. Ich fördere regionale Wirtschaftskreisleute vom Holz bis zu den Lehrstellen und Arbeitsstellen. Und ich freue mich über eine Qualität, die nur liebevoll hergestellte, handwerklich hergestellte Massivholzmöbel bieten können. Auch ihr Abendessen von Moritz Kellner und seinem Team der Mahlzeit reiht sich in die Reihe derer ein, die sich für Qualität in der Region engagieren. Der Franken-Bio-Wein und Sekko von Manfred Rothe und vor allem das beeindruckende 8 Meter Aquarell von Ute Plank oben in der Ausstellung, wenn Sie sich unbedingt noch anschauen, wenn Sie es nicht gesehen haben, passt alles in diesem Zusammenhang. Moritz Kellner, herzlichen Dank. Die Mahlzeit in Hersbruck. Ich glaube, viel vorstellen müssen wir nicht, wir sind alle seit sowieso deine Kunden noch. Meistens sind wir Das ist eine schöne Kleinstadt. Weil wir von lieben Kunden, die leider nicht kommen konnten, darum gebeten werden, zeichnen wir auch diesen Abend wieder auf. Wer also mit dem falschen Mann da sein sollte, möchte sich bitte nur auf der Sucherseite der Kameras küssen. In der Pause können Sie oben in der Ausstellung dann gerne die Polstermöbel und Bettsysteme diskret testen. Nach der Lesung und der Diskussion, die vielleicht auch schon zwischendrin aufwachen könnte, möchten wir Sie bitten, dran zu denken, Ihre Handys wieder einzuschalten. Christian wird dann oben in der Ausstellung die Zuckerberge signieren. Morgen und übermorgen ist bei uns wieder in ganz Bayern Tag des Schreiners, bei dem wir Sie herzlich zum Kochen einladen. Sie können den ganzen Tag über einfach mal so reinschauen oder, wenn Sie richtig Lust zum Kochen haben, dann sich für 10.30 Uhr anmelden. Es geht ums Garn im Vakuum, es geht um modernste Geräte für die Zubereitung des Hutangerochsen, des Weideschweins vom Schwabhof, die Forelle von der Fischzucht Rau, das Gemüse von der solidarischen Landwirtschaft und die stolzen Gockel vom Geflügelhof Schubert. Die Konsequenz bei der Auswahl verantwortungsvoll erzeugter Lebensmittel spüren Sie auch in unseren Massivholzmöbeln und Küchen, die Sie dabei natürlich ausgiebig testen können. Wenn heutzutage schon Formel-1-Piloten Ihre Heimat dort finden, wo Sie Ihren Privatjet am steuersparendsten anmelden können. Das ist übrigens Eye of the Isle of Man, wenn Sie sich auch gerade angeschaut haben sollten. Dann sollten wir gemeinsam diesen wertvollen Begriff Heimat mit zeitgemäßem Inhalt füllen und Ihnen vor allem nicht den falschen Menschen überlassen.
Wir wünschen uns, dass der Abend dabei hilft. Wenn Ihnen unsere Veranstaltung möge gefallen, sagen Sie bitte mit Hilfe unseres aktuellen Jahrbuchs im Kalender 2018 weiter. Wenn nicht, erklären Sie uns bitte persönlich, dass wir besser machen können. Vielen Dank fürs Kommen. Bleiben Sie noch unsere Gäste. Und zunächst noch Martin Lösch und dann Christian Schüle. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja, erstmal vielen Dank an die Möbelmacher, dass wir hier wieder mit in das Dach schlüpfen durften. Wenn der Herr Dix erzählt, dass ich Ihnen das Buch gegeben habe, dann muss ich auch damit rechnen, dass er anruft und sagt, da ist die Lesung und ja, also guten Abend und herzlich willkommen auch von der Buchhandlung Lösch. 30 Jahre, hat Heidegger schon erwähnt, ist nächstes Jahr unser gemeinsames Jubiläum. Meine Frau und ich haben damals die Buchhandlung von Brigitta Stöber übernommen. Meine Frau hat da schon gearbeitet und Herwig auch. Also meine Frau und Herwig. Sie haben nur Getränke ausgeschenkt. Kann ich mich auch noch sehr gekauft damit machen. Ich freue mich sehr, dass zum zweiten Mal Christian Schüle hier in Herzbruck ist. Herzlich willkommen. Ich sage halt immer Herzbruck. Ja, das ist okay. Du hast ja schon gesagt, das gilt auch. Also wie diese Lesung zustande kam, haben Sie gerade schon erfahren. Ohne allzu sehr vorgreifen zu wollen, möchte ich kurz schildern, was mir an dem Buch so gut gefallen hat. Es bringt viele Themen zusammen, die uns eben im Moment alle bewegen. Und das Ganze unter dem Begriff Heimat oder was eben auch jeder darunter verstehen mag. Was mich sehr beeindruckt hat, ist, das ist ein Buch der Menschlichkeit. Es wird da, wo sich die Diskussion schon zu sehr versachlicht hat, wieder darauf hingewiesen, dass es um Menschen geht. Also wenn ich das Beispiel nennen darf, es wird immer gefragt, was sind die Menschen wert, was können sie zu unserer Gesellschaft beitragen. Das wird eben auch von ihm wieder zurechtgerückt, indem er eben sagt, nach dem Wert eines Menschen zu fragen, steht uns eigentlich nicht zu oder nicht in der Form, wie wir es tun. Das hat mir sehr gut gefallen. Mir hat auch sehr gut gefallen, wie er diese Sehnsucht nach der Natur beschreibt und wie wir mit der Natur umgehen oder was wir auch darunter verstehen, was jeder so für Natur hält oder wie weit wir uns schon von ihr entfernt haben. Und die ganze Sehnsucht nach Natur aber uns nicht davon abbringt, weiterhin unsere Lebensgrundlagen zu zerstören. Dann fand ich weiterhin, was mir auch sehr gut gefallen hat, was für mich so viele Gedankenkreise geschlossen hat, war die Widerstellung zwischen Homo Sacer und Homo Faber, also dem flüchtenden Mensch, aber auch der unbehauste Mensch, der wir sind, wie wir so in einer Art Reisewut unterwegs sind, und Gegenüberstellung die Menschen, die flüchten müssen. Und wir auch immer, und wir, die ein Zuhause oder eine Heimat besitzen, die auf eine ganz eigentümliche Art nutzen. Ja, also Gefühl und Verstand, das ist so das, was mir in dem Buch so gut gefallen hat und damit übergebe ich jetzt an Christian Schüle.